Willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch hier diesen Car 700 vorstellen. Der kostet hier 63.200 Euro und 3.223 Leasing. Er hat hier eine Höchstgeschwindigkeit von 33 km/h und 82 Liter AdBlue wurde hier nachgerüstet und 410 Liter Dieseltank und hat eine Leistung von 235 PS entsprechen 173 kW. Ich finde, er sieht ja auch so her anständig aus und ich denke mir, schauen wir uns jetzt mal an. Und ja, er wirkt schon sehr monströs, wie wir ja sehen. Gehen wir mal näher ran. Texturmäßig ist er ein bisschen so auf alt getrimmt. So her, das K700 sehr scharf. Die Textur vorne, Kühlergrill, ja, ist ein richtiges Gitter drin, aber vorne her, man sieht, ist nichts mehr drin, kein Kühler zu sehen. Schon schade irgendwie. So, da haben wir hier einmal. Und wir starten ihn jetzt da auch. Oh, klingt schon mal hammermäßig. So, Kardanwelle, mal schauen. Ist die animiert? Scheint hier nicht so der Fall zu sein. Kommt mir vor. So, nochmal so schwenken. Nein. Die obere Welle, muss man mal schauen, ob man die auch dazu schalten kann. Ups, Entschuldigung, falsche Taste, kann passieren. Nein, kann man nicht hinzuschalten. Wir können hier hinten die Elektrolik hier uns anheben. Da habe ich auch schon oft bei Mods viele Fehler gefunden, dass der Attacher nicht richtig in der Transformgruppe war. Dass also das stehen geblieben ist. So, haben wir hier so ran. So. Mal die Minimap mal weg. Und dann sehen wir jetzt da, ja, das ist genau das gleiche, wie ich jetzt da vorhin erwähnt habe. So her, dass der hier nicht in der richtigen Transform Group ist. Schade. So, fahren wir den wieder nach oben. So. Jetzt senken wir das Gerät. Dynamische Schläuche, ja, hat er. Was wir meinen. Wackelt auch. So, ups. Und ab ist er. Soundmäßig klingt der echte Hammer. Lassen wir uns mal da überraschen, ob noch was da kommt. So. Der Thatcher wurde aufgebaut. Oh, jetzt kommt unser HW80. Knapp daneben ist auch vorbei. Unser HW80 ist auch dran. Das ist gleich. Oh, da ist hier. Das geht hier. Das ist richtig. Dann wird das hier hinten bei den anderen auch sein. Das wollen wir jetzt nochmal schauen. Das habe ich davor ja vergessen. Jedenfalls hier die Welle, die dreht sich leider nicht mit. So, dann kommen wir mal Stunde der Wahrheit. Und bei diesem Attacher, ja, da wurde drauf vergessen. Wie wir sehen. So, jetzt geben wir mal hier gleich mal Gas. Schauen wir mal. Höchstgeschwindigkeit haben wir schon in kurzer Zeit erreicht. Hupe funktioniert hier auch nicht. So. Zum Silo fahren ist er relativ gut geeignet. Da sieht man schon, bei der sollte eigentlich normal nicht so starr sein, aber der ist relativ sehr starr. Normal durch die Knicklenkung und das Ganze ist er normal flexibler. So, schieben wir mal den da wieder rauf. Aber schade, dass es das Horn nicht geht.
Gleich testen wir jetzt die Lichter natürlich. Jetzt gehen wir auch noch in die Innensicht dafür rein. Mal schauen, was hier drin, hier animiert das Lenkrad schon mal, das funktioniert. Im Spiegel sehe ich keine. Ich habe gerade acht gegeben, jetzt ob welche ob draußen sind, aber das werden wir jetzt auch gleich nachholen. Also Armatur schon mal animiert. Starten wir. Sound echt geil. Pedale leider hier nichts animiert. So, außen ja Spiegellein, nein, hat er keine. Haben wir abgerissen im Wald oder ist unnötig im Verkehr? Weil wir sind ja die Größten. Und jetzt schauen wir mal hier in die Lok mal rein. Da sehen wir keinen Fehler. Also so Lok, also diese Einträge sind alle sauber. So. Das Licht vorne, hinten hat er keines, nur Arbeitslichter. Also hinten Nummer 6 und vorne, ja, wie man sehen, kommt hier vorne auch ein Lichtkegel, was nicht sein soll. Das bricht mir schon beinahe das Herz, dass man sowas sieht. Hätte hier das normale Licht eingeschalten und dann das. Also da stimmt irgendwie ein Eintrag nicht. Weil man sieht, jetzt kommt jetzt ein zweiter Scheinwerfer, erst einer vorne und dann kommt noch ein zweiter vorne. Vielleicht hat der ja irgendwie was geplant, dass da vielleicht noch ein Scheinwerfer kommt oder so, wir wissen es ja nicht. Aber er hätte dann diesen Befehl ausklammern müssen natürlich. Und jetzt gehen wir gleich wieder in Tageslicht über. Weil Blinker sowas hat er ja nicht. Sonst, ich finde ihn ja so her nicht schlecht so her. Weil was auf alt gemacht ist immer cool. Und hier vorne hat auch noch die Nummer 1 draufstehen. Ja, vorne haben wir einen Windkessel. Also ist einer hier, mit dem du lang wo aushalten kannst. Schade ist natürlich, dass hier die Wellen nicht animiert sind. Das ist schon wirklich traurig, ja, aber doch. Kann man nichts machen. Ja, wenn dir trotzdem das Video natürlich gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du wieder reinschaust. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.